Liebe Zwickauer und Gäste, da ich heute einen Termin hatte, wollte ich eigentlich nicht auf dieser Zusammenkunft erscheinen. Was mir jedoch keine Ruhe gelassen hat, ist der Artikel in der Freien Presse vom 10.03. Und so bin ich doch hier. Ich kann nicht sagen, ob dieser Schreiberling am 8.03. auf dem Hauptmarkt Zwickau persönlich anwesend war. Wenn ja, verstehe ich sein Geschreibsel nicht. Es ist mir aber auch nicht egal, von diesen Herren oder Damen in eine Ecke gesteckt zu werden, die meinem Bild von Demokratie nicht entspricht. Ich bin kein Mitglied der AfD, der NPD, der Grünen, der SPD, CDU, CSU oder Linke. Ich bin auch nicht parteilos. Ich bin Mutter und Großmutter. Und deswegen stehe ich hier vor Ihnen. Ich kann auch nicht sagen, ob sich jeder bewusst ist, dass mit solchen Schundartikeln die Bevölkerung gespalten wird. Es wird keine Klarstellung auf der ersten Seite der Freien Presse geben, dass zum größten Teil Mütter, Väter, Omas und Opas, die Angst um ihre Kinder und Enkel haben, auf dieser Zusammenkunft oder Demo, wie man es nennen will, waren. Selbst wenn Mitglieder der oben genannten Volksparteien anwesend waren, ist diese Veranstaltung keine Wahlkampfveranstaltung gewesen. Wie dieser natürlich auch. Jeder, aber auch jeder, hat ein Recht zur Demo oder Zusammenkunft zu gehen und seine Meinung zu äußern, wenn er nicht zur Gewalt aufruft. Mir ist es egal, welche Gruppierung zur Demo aufruft. Mir geht es einzig und allein um das Wohl unserer Kinder, unserer Mütter, Väter, Omas und Opas, die trotz Impfung immer noch keinen Besuch empfangen dürfen. Das wird durch die Massentests verhindert. Unsere Läden müssen wieder schließen, da der Wert, welcher Wert, wieder hoch ist. Und jetzt geht die Testerei bei unseren Kindern los. Schon im Kindergarten nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Unermessliches Leid wird unseren Kindern angetan. Mit dieser Strategie ist nun auch die dritte Welle im laut unseres Ministerpräsidenten von Sachsen da. Trotzdem das RKI zu dem Schluss gekommen ist, dass dies eine mittelschwere Grippe ist. Es wird nie enden, da ich die vierte Welle schon ganz hinten am Horizont sehe. Die Pandemie endet erst, wenn der große Great Reset abgeschlossen ist. Frühestens 2022, spätestens 2030. In Deutschland erst später, da bei uns ja alles etwas länger dauert. Wie singt Bibi Langstrumpf? 2 mal 3 macht 4 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, wie mir sie gefällt. Hey Bibi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Tja, es fehlen unserer Mutti bloß noch die Zöpfe. Tschüss.